7 Days to Die. Heute sind wir in der Wüste an der Tankstelle. Oh mein Gott. Mit dabei sind Fresh Friends und der Fred vor laut. Hier sind Zombies. Ich hab Angst. Rettet mich bitte. Ich und? Komme. Franz hat mir gerade schon Dinge wiedergegeben und das hier ist gerade was explodiert. Ich dachte, ich hätte alles eingesammelt. Da war noch eine Säule. Das war eine Säule, ja. Kannst du mir die 190 Cobblestone oder so geben, die ich noch hatte? Ja. Dann baue ich nämlich vorne die Fassade wieder hin. Hier, ach da, hier. Ich fange einfach schon mal an zu buddeln. Ach, ich habe schon angefangen zu buddeln. Hast du es? Ja. Ich wollte gerade buddeln. Genau. Ja, machen wir das mal. Dann bleib du rechts, ich mach links. Und okay, dann buddeln warte, ich muss wir Wasser jetzt trinken. Wir haben hier das schon relativ effektiv unterkellert hier. Vorne zumindest. Ist das hier Sand? Ach, das ist Sand, ne? Oh, das ist ja natürlich nicht so gut. Aber ja, gut, es passt schon. Sammel mal den Sand gleich auf. Ja, ja. So, ich mache hier mal eine Fackel. Ah! Es zuppelt. Hat jemand noch Stoff für Fackeln? Ich habe 2 Stoff. Buigs. Ich habe nur Sauerstoff. Ach so, ja, nee, ich habe alles gut. Wo haben wir denn? Hier, Torch. Torches. 24 Torches, das ist doch mal... Oh, das ist wieder Stein hier, das ist gut. Wall Torch. So. Ah, wo sind meine Fackeln? Die liegen da auf dem Boden hinter dir, unter dir, da so unten drin. Schwein gehabt. Wir brauchen ja nicht so viele Türen, ne? Wir brauchen eigentlich nur einen Eingang. Ich wollte halt hier oben noch welche hinstellen, dass die, wenn die hier drin sind, uns nicht irgendwie mal... Ne? Ja, du hast recht. Das sind halt Arschlöcher, die Zombies. Wie tief wollen wir eigentlich gehen? Wie tief willst du noch, Baby? Wie tief? Ja, so passt es. Okay. Eine Spitzhacke, das muss ich hier wieder abbauen. So. Uah. Ich vergesse immer, dass Sand runterfällt. Aber wir müssen aber müssen noch achten, eins. Dass wir, ja, wollte gerade sagen, dass wir eine Steindecke haben, ne? Ja, ja, genau. Und vielleicht höher, vielleicht sogar mehr als eine Ebene, aber. Ich habe hier unsere Hütte schon mal ein bisschen gesichert. Fred, du bist der Geilste. Irgendwas ist auf mich gefallen, glaube ich. Ich komme es zu erschießen. Was? Was? Grab weiter, du Stück. Aber es ist so dunkel hier unten. Achso, warte, dann lege ich da was hin. Hier. So. Oh. Was? Ist gerade wieder irgendwie was? Ich glaube, Fackeln halten nicht an Sand. Ja, habe ich gerade mitgekriegt. Ich kann hier durch die Wand gucken. Ich bin in der Wand. Du sollst die Wand kaputt machen. Oh. So, lass mal einfach noch eins runtergehen, ja? Okay, ich sink noch mal ein bisschen tiefer. Ah! Entschuldige. Ich hab dir voll mit der Spitzhacke in den Kopf gehauen. Entschuldigung. Hör auf damit, irgendwer hat mich schon. So, wir müssen aber mal hier, kein Blödsinn mehr, wir haben keine Zeit mehr, Kinder. Wir haben keine Zeit für Blödsinn. Ja, also wirklich, wie tief wollen wir jetzt gehen? Also noch ein tiefer oder so? Noch ein tiefer ist immer gut. Okay. Vielleicht auf Niveau-Tiefe. Wie wär's denn damit? Boah, ja, nee, so tief könnte gibt's hier eigentlich Bedrock? ja, es gibt Bedrock. Bedjoke-Rock gibt's. Aber es gibt tatsächlich Bedrock. Ich habe das mal ausprobiert im Creative-Modus. Da habe ich mit den Raketenwerfer mit ganz viel Munition halt dann genommen und dann habe ich halt so immer nach unten geschossen und irgendwann war ich beim Bedrock. Das ist gut zu wissen. Mhm. Du machst Sachen, Schrammo. Ja, Schrammo macht Dinge. Sachen. Schrammo könnte auch super so ein Peter Lustig sein. Das stimmt. Dupp. Ne, Dupp. Wobei es so vom Skype-Profilbild eher nicht so. Schrammo, baue mal ein zweiter und ich baue dann gleich links. Ach, egal. Was willst du von mir? Ich habe Angst. Ist nicht schlimm. Hier, ich wollte dir einfach nur eine Fackel hinsetzen. Aber ich hack mal weiter. Oh. Dann gleiche ich die andere Seite mal an, ja? Ich kümmere mich mal um einen zombiefesten Eingang. Ich dachte, wir wollten gerade nur einen Eingang. Können wir auch machen. Mir ist das relativ. Ja, okay. Wir haben auch 19 Uhr, du hast recht. Genau. Oh, warte mal. Und dann genau hier jetzt einfach in die Breite gehen. Weißt du, nochmal so ein kleines Unterschlüpfchen. Na klar. Na klar, habe ich recht. Was denkst du denn, wer ich bin? Jetzt kannst du hier zu mir, komm jetzt zu mir. Ich komme zu dir, ja. Jetzt können wir hier einen Zweier graben. Aha, in Zweier. In Zweier. Nicht noch einen zur Seite? Doch. Jeder einen noch zur Seite, dann haben wir einen Vierer insgesamt.
Ja, aber das ist dann ja asynchron. Nee, das ist unsymmetrisch, meine ich. Ach so, ne, dann muss ich zwei. Dann lass. Ich ja, muss dann zwei, musst du zwei. Dann musst das. Du zwei, genau. Dann lass mal in der Mitte erstmal dann stehen. Eine Säule stehen, genau. Genau, lassen wir da mal einen stehen, einfach genau. So. Genau. Was macht Fred eigentlich? Ich weiß nicht, der macht einen zombie-sicheren Eingang. Den gibt's doch gar nicht. Doch, gibt's ja wohl. Ich mach auch noch mal was total dämlich ist, aber ich will das jetzt tun. Du schiebst mich. Warum schiebst du mich? Auf zu schieben. Ich schiebe kommt dich, Schrammo. Ich will nämlich Treppen bauen. Ah, oh. Damit die Zombies leichter haben, runterzukommen? Ja, und das wir vor allem leichter hochzukommen. So. Jungs, ich habe einen zombie-sicheren Eingang. Ich komme jetzt hier aber nicht mehr runter, ne? Weißt du das? Oh, ich auch nicht, du hast recht. Das ist kacke. Oh mein Gott, wir hatten das getan. Warte, dann baue ich hier schnell nochmal ab. Schrammo. Hier muss ich auch nochmal einen Block wegnehmen. So, kommen wir jetzt runter? Nee, ich das muss auch noch weg. Warte. Ich bin dran. Ich bin auch dran. Okay, jetzt. Passt. Ja, wir können komplett durchlaufen. Yay! Yeah! Wir haben die Treppe. Die Treppe in den Unterschlupf. Yay! Yeah! Habt ihr hier irgendwie noch jemanden mit Fackeln? Würde der vielleicht nochmal... ja, ich komme. Hier. Wenn Schrammo... Was? Ich bin... Was? Wo? Was soll ich denn? Hier? Ja? Ja, hier so ein bisschen ausleuchten. Hier zum Beispiel und hier. Ich dachte das... Oh nö, dann packe ich das einfach hier dran. So. Geh mal oben aufs Dach. Und hier nochmal. Ey, Fred, du traust hier was? Ja, es ist 20.42 Uhr und Fred geht aufs Dach. Hat deine Mutter nicht beigebracht, dass man da nicht mehr aufs Dach geht? Anscheinend nicht. Kommt ihr eigentlich habt ihr auch schon alles raus? Geplündert, oder was? Ja. Ja, natürlich. Wir sind doch nicht von gestern, Fred, ja. Mann. Genau. No. Ja, schon ein bisschen, ne? Nein. 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 So, hier ist der zombiesichere Ein- und Ausgang. Ich habe ihn schon gesehen, aber konnte ihn noch nicht besichtigen, weil da waren sehr, sehr viele Zombies. Aber der ist ja zombiesicher. Ja, das bedeutet ja nur nicht, dass die auch da stehen und mich angrunzen. Oink. Ah! Nicht doch! So, ich jetzt haben wir Fred dort, wo wir ihn haben wollten. Töten wir ihn! Arbeite wer macht zu? Los. Wer macht zu? Ich mach zu. Wir können aber nicht zumachen. Eine Fackel wir brauchen nicht zu machen. Wir müssen echt nicht zumachen. Warte, wir haben den zombiesicheren Eingang. Lass offen und wir erinnern uns alle an die Worte von Fred, wenn es passiert. Das ist wirklich die fieseste Lache, die ich je von dir gehört habe, Franz. Das stimmt gar nicht. Ich kann viel aber auch die ehrlichste. Lachen. Auch die ehrlichste Lache. Es ist einfach so schön, von wegen, lass uns einfach sterben. Und genau. Wenn wir dann hier, wie im echten Leben, ne? Wenn dann Schrammo sagt, komm, dann töten uns die Zombies halt, aber dann können wir Fred nochmal angrinsen und sagen, ach, zombiesicher, ja? Also einfach nur um Recht zu haben. Das ist halt so die Sache, ne? Was ist es einem wert, Recht zu haben? Ja. Sehr würdest, viel. Würdest du draußen an dem heimischen Empfangsgerät, würdest du sterben, um Recht zu haben? Was würdest du tun, um am Ende Recht zu haben, ja? So. Gut, Schrammo, was tust du? Ich guck gerade durch die Gegend und hab gerade ein bisschen Katzenfutter gegessen. Und im Spiel? da bin ich gerade im Inventar. Auch schön. Ich hab jetzt mir überlegt, dass ich, so schön. Ich will hier irgendwo einen Schlafsack hinlegen, aber vielleicht, weiß ich nicht, hier unten, ich habe Angst, wenn ich ein Recht habe, dass wir wieder hier spawnen und direkt wieder tot sind. Hier, nehmen das Bett. Ah. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Was? Ja, ich seh's. Warte, ich schieb dich weg. Das geht mir morgens auch immer so. Ach so, da. Alter. Ich komme auch immer nicht aus dem Bett, weil ich zwischen Bett und Decke eingeklemmt bin. Das ist Ihr seid so bescheuert. Aber ich komme derzeit wirklich sehr, sehr schlecht aus dem Bett. Ich auch. Das ist, ich weiß nicht, das liegt das am Winterschlaf? Setzt der jetzt schon bei mir ein? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es bei mir wieder besser wird, sobald wir auf Winterzeit, also auf die normale Zeit umgestellt haben. Dann wird es bei mir immer wieder besser. Das ich bin so ein Winterzeitmensch. Ja, Schrammo ist verrückt. Nein, wir sind nicht verrückt. Ich habe neulich den Hobbit gesehen, ja.
Sag mal, hat noch jemand eine Spitzhacke übrig? Nee. Nein. Aber ich hab die Materialien da, Fred. Plop. Dann baue ich die fix, ja? Ja. Da wäre ich dir sehr zum Tank verbunden. Tank? So, Spitzhacke. Weil ich brauche gleich auch eine. Ich habe sehr, sehr viel gecrabben. So, hier, Fred. Au! Entschuldigung. Könnt ihr mal von euch zu schlagen? Fred hat mich geboxt. Ich stelle dir eine Spitzhacke her und wer boxt mich? Was? Das sind wir hier so lange in Russland gedauert. Oder was? Was ist hier? Geht's noch. So. Fuck it. Nee, ich will gar nicht die Rohstoffe raushauen. Mein Inventar ist nämlich voll mit Zeug. Warum ist das dein Inventar denn jetzt schon voll? Ja, ich hab alles dabei. Aged Woods, Can of Pasta, Spikes habe ich dabei, Wasser habe ich dabei, Paper habe ich dabei. Wood, das brauchst du doch, das sind doch deine Knochen. Nee, noch nicht so aged. Das ist noch Ersatzmaterial. Ich würde gerne mit diesen Treppen, die ich habe, die jetzt gerade gerne ins Gesicht schlagen, aber das geht leider nicht. Du kannst mit Treppe nicht schlagen. Du musst halt, bevor du mich schlagen kannst, musst du erst die Treppe aus der Hand legen. Ein Hubschrauber. Guck mal, hier noch ein Bett. Oh. das Bett habe ich absichtlich so reingestellt. Hier ist kein Bett. Was? Natürlich ist da ein Bett. Nein, hier ist kein Bett. Hier unten ist kein Bett. Da ist ein Bett, ja. Ja. Das ist, ja. Schrammo macht übrigens hier, das ist ein Blind-LP. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist wirklich blind. Schrammo ist auch der einzige Let's Player, den ich kenne, der wirklich blind ist. Ja, bin ich auch. Ja. Ihr kennt das ja, Blindenschrift und sowas. Ich habe so einen Touch-Monitor. Da lege ich halt meine Hände drauf und da wird es halt, die Pixel werden mir halt, muss ich halt spüren. Ja. Und ihr wollt nicht wissen, womit er dann die Tastatur bedient. Ich spiele immer nur mit dem Joystick, das weiß doch jeder. Ja. Nee, normalerweise ist das ja so, dass Leute, die Let's Plays machen, ne, die sind ja immer nackt beim Let's Plays drehen. Ne? Und in welcher Let's Play-Riege bist du denn aufgewachsen, Alter? Aber erzähl weiter. Seid ihr jetzt gerade nicht nackt? Ich bin gerade nicht nackt, nein. Ich habe Asphalt dabei. Ja, das kann aber gar nicht sein. Das zählt auch. Wieso? Ja, jedenfalls ist Schrammo der einzige Let's Player, der noch was anhat, und zwar eine Augenbinde. Aber er ist blind. Er braucht die Augenbinde gar nicht. Wegen der Augenbinde. Verrat es ihm nicht. Schrammo, willst du mir die Rohmetalle geben? Dann hast du ein bisschen Platz im Inventar. Ich kann, so viel habe ich gar nicht. Ich kann, was ist das? Ach, ein Pfosten, okay. Ja, ich habe hier einen Pfosten, der steht dahinter. Ich habe hier ein bisschen Nitrat. Ich habe hier ein Rohmetall-Pfosten. Ja, das ist sehr schön. Ich habe wieder... Oh, sehr gut, danke schön. Dann sammle ich das. Und ich habe hier nämlich hier für total schön auch einen Sessel. Oh. Wer hat denn hier... Hier ist Fred, Eisen. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du hier... Doch, es ist sein Ernst. Lass es so sein. Wir haben einen sicheren Eingang. Ja, er hat es gesagt. Wir vertrauen Fred da komplett. Ich will... Was ist mein Ernst? Ja, ja. Was ist denn mein Ernst? Ist alles gut, Fred. Alles ist super, Fred. So, ich pack mal mein... Oh nein, das war falsch. So. Du hast einen Luftfilter. Was hast du vor mit dem Luftfilter? Da kann man eine Bombe draus bauen. Bau mal eine Bombe. Ja, ich weiß, deswegen... Was? Luftfilterbomben? Ja. Wie mache ich das? Du brauchst Gunpowder... Hab und Luftfilter. Nee, aber ich habe ja Nitrat. Und ja, da kannst Kohle, du mit, ne? Kohle zusammen raus Gunpowder basteln. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Ich wollte eigentlich nur meine Taskleiste ein bisschen leeren, damit, wenn die Zombies nämlich gleich durchkommen... Die kommen nicht durch. Wir haben den sicheren Eingang. Ich nicht alles verliere. Die kommen aber auch nicht durch. Nein, die Eingang kommen nicht durch. Am Arsch. Ihr braucht einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, genau. Gottvertrauen. Hm? Ja. Nee, ein Fremdvertrauen. Das hat Jesus auch gesagt. Und weißt du, wo er jetzt ist? Im Himmel. Aber will da nicht jeder hin? Nee. Warum nur, nicht? Nur die Leute mit Gottvertrauen. Au! Warum liegen hier... Ich hab die weggeschmissen. Ich wollte meine blutigen Stacheln nicht mehr haben. Warum legst du da blutige Stacheln hin? Ja, ich wollte die nicht mehr haben. Das ist gefährlich.
Nee, ich meinte Vorsicht, Franz. Im Eingang, im Eingang sind jetzt blutige Stacheln, nur für den Fall der Fälle. Das man könnte aus blutiger Stachel was ganz... Oh, die Fackel ist weg. Was ganz Seltsames machen, das lasse ich jetzt lieber. Warum? Warum? Schrammo! Was denn? Ich hab's noch gar nicht gemacht. Schrammo! Wisst ihr, Religion und so, was sind ja mal ganz gefährliche Themen für Let's Plays. Deswegen sollten wir das vorhin mit dem Himmel und sowas auch gar nicht erwähnt haben eigentlich. Warum sind das ganz gefährliche Themen? Ja, weil da sehr viele Leute verschiedene Meinungen haben, weil du sehr viel... Eigentlich kannst du nur das Falsche sagen. Nee, die Leute haben eine falsche Meinung. Das ist was anderes. Ich bin auch der Meinung, dass alle Leute, die an Gott glauben, nur zu faul sind, selber nachzudenken. Beschwerden bitte direkt an Fred vorlaut. Ich sehe die Kommentare schon. Ja. Ich glaube an Gott, du bist ja ein Arschloch. Aber vielleicht ist Fred ja Buddhist und er glaubt daran, dass er wiedergeboren wird. Als Batterie oder so. Aber dann als Akku. Ja. Ja, aber dann hast du ja theoretisch ein ewiges Leben nicht, aber ein recht langes Leben. Hm. Ja, 1000 Anwendungen oder so, ne? 1000 Mal aufladen. Nicht schlecht. Das kann auch sehr ermüdend sein zum Ende hin, wa? Na, je nachdem, wofür du gebraucht wirst, ne? Wenn du für ein Gameboy gebraucht wirst, dann ist das schon ziemlich anstrengend. Wenn du aber für so einen Vibrator gebraucht wirst oder sowas, dann... Boah, der braucht sicherlich auch ordentlich Strom, du. Ja, ja, ist klar. Das Leben aber gar nicht anders als das, was ich jetzt gerade führe. Also, das will ich nicht. Wieso? Naja, als Analdildo. Moment, ich wollte gerade sagen, wenn wir das Ganze jetzt mal tatsächlich so reif und vernünftig, wir sind ja auf den Vibrator beziehen und Freds Leben sich auf den Akku des Vibrators bezieht, also nicht auf den Vibrator selbst. Ja. Das heißt, er ist nur die energiegebende Quelle für das Ereignis an sich, aber warum bauen wir eigentlich immer so längliche Tunnel und nicht was Schönes? Das ist beim letzten Mal auch schon so gewesen. Ja, dann lass doch in die Breite gehen. Genau, in die Breite oder in die Höhe, lass uns in die Tiefe gehen, komm. Ja, komm, lass nach oben graben und zur Seite. Und einfach so in die Luft. Diagonal. Ja. Ihr wollt doch nur sterben, damit ihr am Ende Recht behalten habt. Ich stell dir den Stuhl hin. Yippie. Da, ein Stuhl. Ja, mit einer Fackel davor. Oder jawohl, so. Dazu brauchen wir noch, was brauchen wir denn noch, und was cool ist. So, wir haben uns gerade über Vibratoren unterhalten. Ja, und dein... Ich hab keinen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Schade hast eigentlich. Du einen Vibrator? Schreib's auch mal in die Kommentare. Dann ist unser Sexualleben ja ziemlich traurig eigentlich, wenn wir keinen haben. Ja, oder eben nicht. Doch. Doch. Ja, was anderes kann ich nicht sagen. Also wir haben ein trauriges Sexualleben. Hast du auch ein trauriges Sexualleben? Schreib's doch mal in die Kommentare. Oh Mann. Wahrscheinlich schreibt irgendwer auch sowas von wegen so, was für ein Leben soll ich haben? Ich glaube, je länger wir aufnehmen, desto mehr lassen wir all unsere Hemmungen fallen und desto abgefahrener werden die Sachen, die wir so... Das ist doch so wie auf einer Party mit Alkohol. Richtig. Weißt du, desto länger es dauert, Alkohol. Desto weniger klein. Ich bin das jugendlich aussehende, aber 18-jährige Mädchen, was sich in der ersten halben Stunde schon voll lötet und dann einfach nackig auf dem Sofa die ganze Zeit Bückstück für alle ist. Ich war mal auf einer Party, das war ziemlich witzig, das war so eine Hippie-Party und da waren auch einfach viele Leute tatsächlich barfuß und da war einfach so eine Frau. Hat die einen Fußfetisch? Die hat, noch nicht. Nein, das war halt, wollte nur damit unterstreichen, dass es eine Hippie-Party war. Hast du einen Fußfetisch? Da war so eine Frau und die Frau, die tanzte, in der Mitte der Tanzfläche, ne, so... Ja. So schlängelnde Tänze und so, ne? Wie man das auch von Bauchtänzerinnen kennt. Und neben der Tanzfläche stand so ein älterer Herr, so mit langen Haaren und so einem Leinenhemd. Und der stand die ganze Zeit da so, hatte den einen Fuß auf der Box und hat mit dem Kopf und hat die ganze Zeit mit dem Kopf genickt. Und das ging irgendwie so 3 Stunden so. Und dann, nach diesen 3 Stunden, ist er zu der Frau gegangen. Hat sich kurz mit ihr unterhalten und dann sind die beide zusammen rausgegangen. Was? Ja, Reise nach Jerusalem. Ja, ich hatte eben 4 Stühle hingestellt, damit auch niemand verliert. Ja, aber wir sind 3. Nee, eben. Oh. Ja. Das wollte ich auch. Okay, mein Stuhl. Wir sind solche schlechten Spieler. So. Richtig.
Fred, ist die Geschichte mit dem Hippie eigentlich zu Ende, dass die beiden verschwunden sind und dann, oh, der Schlafsack ist kaputt. Oh, scheiße. Ich habe aber noch einen, glaube ich, oder? Das ist sehr gut. Aber die, Betten gehen nicht. Ja, ich wollte Steine abbauen und dann war der Schlafsack irgendwie im Weg. Ja, ich habe noch einen Sack. Total cool. Sehr gut, danke. Ich freue mich. Dankeschön. Bitteschön, ich lege immer dahin. Ja, so. Schrammo ist der Sack vom Dienst oder was? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Freds Geschichte ist jetzt zu Ende mit den beiden, die sich auf einer Party am Ende lieb gehabt haben. Das war viel besser als deine Geschichte von letzter Woche. Das ist gar nicht wahr. Meins war wenigstens eine persönliche Erinnerung an die Familie und deins war nur von irgendwelchen fremden Leuten, die du nicht kennst, die am Ende Liebe gemacht haben. Das vermutlich. Nee, das weiß ich ja nicht. Naja, auf jeden Fall, war das nicht heute ein schöner Sonntag für euch, hä? Mega. War echt toller Sonntag. Ich war heute in der Kirche. Das ist schlimm. Das Schlimme am Sonntag ist, ist ja, dass, ich habe festgestellt, dass morgen Montag ist. Genau, ich hab festgestellt, dass Sonntag eigentlich nichts anderes ist als ein Montag. Weil eigentlich stehst ein verlängerter Montag, ne? Ja, du stehst halt auf und stellst fest, morgen ist Montag. Also Laune schon wieder ganz unten, ja? Dann musst du irgendwie einen Putztag in der Woche haben. Müsstest, sagen wir es so. Und der fällt normalerweise auf Sonntag, weil du gehst nicht einkaufen, deine Freunde sind alle noch im Lack und machen auch nichts. Ja, wahrscheinlich updaten sich sowieso alle Server und so weiter und so fort. Heißt, du kannst gar nichts machen. Außer vielleicht mit deinem Dildo spielen. Aber wie gesagt, wir haben ja festgestellt, wir haben keinen. Ja. Dildo ist was anderes als ein Vibrator. Stimmt, das möchte ich mal klarstellen. Tut mir leid. Okay. Okay, also bis auf Schrammo haben wir beides nicht. Was ich eigentlich sagen wollte mit dem, war das nicht ein schöner Sonntag, war eigentlich, dass, ihr wisst schon, versteht ihr? So, ist wir haben das Zeit? Schon verstanden, Schrammo. Wir blockieren das aber einfach. Wir machen jetzt einfach noch länger Folge. So. Aber warum? Nee, machen wir nicht. Tschüss. Na gut. Und adieu. Bis nächsten Freitag, ihr Zuckermäuse. Bis zum nächsten Fred Friends Schrammo Friday. Tag. Friday, ja. Irgendwie tschüss. Sowas. Tschüss. Tschüss.